Hallo und herzlich willkommen, meine Zuschauer. Mein Name ist Yolanda James. Ich bin aus der Schnittdesign- und Nähschule in Hamburg. Ihr wisst, mein ureigenes Gebiet ist die Schnittmusterkonstruktion. Ich arbeite mit Laien, mit Nähinteressenten seit vielen Jahren und bringe denen die Kunst der Schnittmusterkonstruktion bei. Also, ich habe jetzt seit neuestem meinen Online-Videokurs gelauncht. Yeah! Ich arbeite schon sehr lange an diesem Online-Videokurs, um einfach Interessierte die Kunst der Schnittkonstruktion beizubringen. Es ist so, dass seit vielen Jahren kommen Interessierte aus dem ganzen Bundesland zu mir nach Hamburg in die Schnittdesign-Schule. Und damit wir Präsenzunterricht machen, sozusagen. So, es ist ein Herzensprojekt von mir seit langem, dass ich meine Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen die Möglichkeit geben, von zu Hause aus die Kunst der Schnittkonstruktion zu lernen, aber auch mit denen mitzubegleiten. So, ich habe einige wie Vorbereitungsvideos erstellt zusätzlich zu den Kurslektionen. Und jetzt geht es darum, welche Werkzeuge benötige ich für meine Arbeit. So. Was du auch noch unbedingt brauchst, ist einen Notizblock, damit du immer Maße aufschreiben kannst und so weiter. Das habe ich immer dabei. So, Dreieck. Ihr habt gesehen, dass ich ständig mit den Dreiecken arbeite. Also ohne das Dreieck ist schwierig zu arbeiten. Ich arbeite immer mit dem Dreieck. Ich habe einen großen, eine Mittelgröße und ich habe eine kleine Dreieck, die ich gerade nicht finde. Ach, hier ist es. Ein kleines Dreieck. Ne? Die habe ich. Das ist super wichtig. Eigentlich werde ich sagen, das, was ich eigentlich am meisten verwende, sind die Dreiecks. So, dann brauche ich natürlich noch Maße. Ich habe diese lange Lineal. Das ist 100 cm. Die brauche ich eigentlich immer, so ein lange Lineal. Die ist einfach notwendig. Dann habe ich noch ein zweites 50 cm. Die ist natürlich schön, weil die rutscht nicht auf das Papier. Dann habe ich das hier einfach nur ein ganz normales 50 cm Glas. Na, das ist ganz gut, weil ich dann unterm Schnitt auch sehen kann, wenn ich irgendwas habe, wo ich unterm Schnitt sehen kann. Das kann ich eigentlich ganz gut damit auch machen. Wenn ich hier sehen kann, wenn ich diese hier nehme, kann ich dann nicht sehen. So, und da habe ich einfach unterschiedliche Lineal. Ne? Also nicht losgehen und alle vier, fünf Lineal kaufen. Das sammelt ihr nach und nach. Das kommt nach und nach. Aber mindestens ein Lineal, so ein ganz normales Lineal aus dem Berufsbedarf, das brauchst du. So, ich habe hier noch ein paar kleinere Werkzeuge. Also wie gesagt, mit dem Dreieck komme ich ganz, ganz gut klar, aber so für Ecken, das ist auch gar nicht so schlecht. Das ist aus dem Künstlerbedarfladen. So, Schablone ist immer so eine Sache. Schablone werde ich empfehlen, erstmal manuell mit Handzeichen also manuell zu zeichnen. Und wenn du einfach ein bisschen mehr geübt bist, dann kannst du dir eine Schablone holen. Weil Schablone ist keine Lösung für alles. Schablone ist, es hilft dir, wenn du weißt, was du tust, hilft es dir, eine saubere Linie zu finden. Es ist nicht so, die Schablone übernimmt nicht dein Armlock für dich, sondern wenn du dein Armlock schon gezeichnet oder wenn du weißt genau, wie du dein Armlock zeichnest, übernimmt die Schablone, dass das ist sauber.
dass die Linie sauber ist, ne? Oder dass du also eine bessere Führung hast mit deine mit deine Linien oder deinen Armlock. Maßband natürlich, aber ich muss auch gestehen, für die Schnittmusterkonstruktion benutze ich eigentlich öfter meine Lineal als den Maßband. Aber manchmal ist es ganz gut. Wir haben ja auch gesehen, für Maß, fürs Armloch messen, also alles, wo du Rundungen messen möchte, ist es natürlich das Lineal dafür ideal ist. Ne? So, wenn ich jetzt hier eine Rundung messen möchte, dann ist natürlich schlecht, damit ein Lineal zu nehmen, sondern einfach eine Schablone kannst du damit gut arbeiten. So, die Schablone werde ich auch immer später machen, aber was du auch machen kannst, ist im Bürobedarf oder im Künstlerbedarf so ein Set kaufen. Die ist etwas günstiger und damit kannst du auch erstmal üben. Damit kriegst du dein Armloch mit, dann dein Ausschnitt, dein Halsausschnitt, also kleine Rundungen, wo du das alles machen kannst. Das ist ein Set, die ich mal gekauft habe. Damit kommst du erstmal klar und später, wenn du etwas profimäßig arbeitest, wenn du weißt, irgendwie damit ganz gut zurechtkommen mit dem, dann kannst du dir eigentlich später eine Schablone anlegen oder mehrere Schablonen, je nachdem, wie du das gerne möchtest. So, was du brauchst, sind natürlich auch ein Stift. Ich habe auch mehrere Stifte. Ich habe mindestens 3. Also das ist mein Hauptstift. Und dann habe ich auch noch eine Feinlinie und auch noch so eine Feinlinie. So, wenn ich jetzt Feinlinien denn machen möchte, dann nehme ich einfach den, weil für meinen Hauptstift, die Mine ist fast 3 mm oder 3 bis 5 mm. Das ist natürlich für so feine Linie, für gestalterische Linie, die ich erst machen muss, das ist auch ein bisschen zu viel. Also nehme ich eigentlich eine feinere Stift auch als erstes. Dann nehme ich auch so Buntstifte. Was auch ganz interessant ist, ich habe mir diese Stifte mal gefunden in einem eigentlich ein ganz normalen kleinen Laden. Das Besondere an diesem Buntstift ist, die kannst du wegradieren. Also die normale Buntstifte, die ist immer sehr schwer wegzuradieren. Und wenn du den auf Papier, dein Papier gezeichnet, kannst du die nicht wegradieren. Die kannst du auch wegradieren. Und deshalb liebe ich den auch so gerne. Und einfach so Filzstift ist es nicht unbedingt notwendig, aber wenn du den hast, dann ist es einfach da. Anspitze, falls du mit solchen Stiften arbeitest, Anspitze solltest du immer dabei haben. Was ich auch noch ganz gut finde, ist diese Magnete. Da ich ständig Schnittpapier übereinander lege, habe ich diese Magnete gefunden. Da kann ich die Schnittpapier zusammen kleben, also zusammen befestigen und die verrutschen nicht. Das ist auch ganz gut. Auch beim Nähen, beim Zuschnitt ist das auch ganz gut. So. Beschwerer, was zum Beschweren des Papiers auf dem Tisch, gerade wenn du, also anstatt wenn du das Magnet nicht hast, dann reicht, ist es völlig ausreichend, so eine Tasse, ein schweres Glas, ein kleines Plastiksack mit Sand füllen, das sind alles Sachen, die funktionieren für den normalen Gebrauch. Taschenrechner natürlich immer ganz wichtig. Super wichtig, die Taschenrechner immer dabei haben. Also wenn du keine Taschenrechner zu Hause hast, hol dir einen Taschenrechner. Die werdest du auch brauchen. Radiergummi. Es ist unglaublich, wie oft wir das Radiergummi brauchen würden. So, ich habe das hier. Es ist einfach, bei Staples habe ich das gefunden. Für meine Knopflöcher, wenn ich Knopflöcher einarbeiten möchte.
dann kann ich das auch für den Knopflöcher nehmen. Das funktioniert ganz gut. Hier. Kann ich mein Knopflöcher oder ja, einfach hier. Dann habe ich, hat meine Knopflöcher denn alle die gleiche Größe. Ne? Okay. Aber das sind halt kleine Spielzeuge, die sind nicht, muss nicht unbedingt sein. Die ist einfach, falls man die braucht. So. Papierschere natürlich auch. Also wenn du jemand bist, der viel näht, musst du natürlich darauf achten, dass du deine Stoffschere nicht für das Papier nimmst, sonst hast du da Schwierigkeiten. Ja? Papierschere und einfach so eine Klebeband. Das ist eigentlich ganz gut. Die habe ich vom Baumarkt. Das ist eigentlich eine sehr schöne, interessante Band. Weil die ist, wenn du zum Beispiel merkst, für dein, du möchtest dein Kleid verlängern, aber du hast dein kompletter Schnitt schon auf ein Papier gezeichnet und da fehlt natürlich 10 cm für dein Schnittmuster, dann kannst du natürlich das zusammenkleben. Das Schöne ist, die ist durchsichtig. Also falls du darunter etwas markiert, notiert hast, kannst du den auch sehen und die kannst du auch drauf schreiben und die kannst du auch wieder abziehen, ohne dass es das Papier nicht zerstört. Das ist eine, natürlich ein Tipp, die ich eigentlich wichtig finde. Scheint vielleicht jetzt gerade unwichtig, aber ich verwende das eigentlich fast täglich. Und Tesafilm, die kannst du auch noch nehmen, um Papier zusammenzukleben. Aber dieses ist eigentlich besser. So, das sind eigentlich die Werkzeuge, die ich so für das Schnittkonstruktion benötigen, für das manuelle Schnittkonstruktion. Wenn du zu Hause bist, hast du, entweder hast du diese Sachen eigentlich schon da, vielleicht haben die Kinder auch solche Dreiecke oder so, wo du sofort loslegen kannst, bis du das nächste Mal weggehst und die Sachen besorgen kannst. Das war Werkzeuge für meine Schnittmusterkonstruktion. Ich hoffe, dass diese kleine Insight, diese kleine Video hat dir auch Freude bereitet und du kannst damit einfach gut dich darauf vorbereiten, deine Arbeit loszulegen und damit du halt einen reibungslosen Ablauf für deine Schnittmusterkonstruktion haben. Und ja, dass die Schnittmusterkonstruktion einfach dir Freude macht. Ne? So. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich werde natürlich immer wieder schauen, was kann ich wieder tun, welche Tipps kann ich dir auch geben. Das werdest du auch merken durch die Lektionen durch. Da gebe ich immer wieder Tipps. Aber gerne kannst du mir einfach schreiben. Gerne kannst du mir schreiben, was interessiert dich so an Schnittmuster? Was würdest du gerne, wie kann ich, welches Video kann ich drehen, machen, um dir um euch noch mehr Freude zu machen? Habt ihr Fragen? Stell mir auch gerne Fragen in diesem Bereich. Ich werde euch auf jeden Fall das beantworten und ich freue mich, ja, von euch zu hören. Vielen Dank.